Benötigt ihr etwas, Kommandantin? Wer ist da? Ich habe nur den Boden beobachtet und Ausschau gehalten nach den Schlitz. Einer der Jungs hat mir von den Schlitz erzählt. Er sagte, sie seien in Ferelden wirklich weit verbreitet. Sie liegen auf dem Boden und sehen aus wie ganz gewöhnliche Hosen. Bis man sich abwendet und dann schlagen sie zu. Genau, ihr habt also von ihnen gehört. Sie sind Hosen, die einem die Augäpfel aus dem Kopf fressen. Und wenn sie mit einem fertig sind, dann gehen sie einfach weg auf ihren widernatürlichen Hosenbeinen. Das wirklich Grauenhafte? Ach bitte, für wie dämlich haltet ihr mich? Schlitz legen keine Eier, das ist ja lächerlich. Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir jeden Unsinn erzählen, was? Oho! Ja! Die Kommandantin der Grauen Wächter. Ich fasse es nicht. Vor kurzem wurde in der Wacht ein Dieb aufgegriffen. 4 Wächter waren nötig, um ihn festzunehmen. Einem der Wächter hat er ein schönes Pfeilchen verpasst, das kann ich euch sagen. Sie haben darüber gescherzt, dass er bestimmt einen guten Rekruten abgeben würde. Er ist im Kerker, Sir. Ich habe hier außerdem einige Briefe für euch. Sie sind kurz vor eurer Ankunft hier eingetroffen. Ja, natürlich. Sofort. Schon gut, schon gut. Sieh sich das einer an! Sah Andraste wirklich so gut aus? Da glaubt man gar nicht, dass sie, eine Barbarin war. Das ist auch wieder wahr. Was hätte sie wohl vom Zirkel der Magie gehalten? Der Magier dazu zwingt, entweder Dämonen zu bekämpfen oder zu Besänftigten gemacht zu werden. Ja, gegen die Magister. Aber tragen die Magier denn für alle Zeiten die Verantwortung für das, was sie getan haben? Soweit ich weiß, hat Andraste die Menschen angehalten, ihren eigenen Weg zum Erbauer zu finden. Und doch missbraucht die Kirche ihre Worte, um uns zu unterjochen. Nur weil wir sind, wer wir sind. Das ist so süß von euch, dass ich das noch erleben darf. Aber gut, ich finde einfach, dass sie für eine Prophetin ziemlich gut aussieht. Mehr sage ich ja gar nicht.
Ich möchte euch nicht beunruhigen, Kommandantin, aber in der Wacht könnte noch immer dunkle Brut sein. Lasst es mich euch erklären. Ihr kennt doch Dworkin, oder? Der Sprengstoff dieses verrückten Zwergs hat die gesamte Festung erbeben lassen. Dadurch sind einige der unteren Keller eingestürzt. Ich nehme an, dass dort unten noch dunkle Brut eingeschlossen ist. Über kurz oder lang könnte sie sich den Weg freigraben. Wir haben Männer, die die Trümmer abtragen könnten, wenn ihr es befehlt. Sobald ihr bereit seid, kann ich euch in die Keller führen. Aber natürlich. Ah, Kommandantin. Gut, dass ihr hier seid. Der hier ist jetzt schon seit 3 Nächten hier eingesperrt. Gute Männer sind gestorben, während er sicher in seiner Zelle gesessen hat. Wie ihr wünscht, Kommandantin. Ich informiere den Truxes, dass ihr hier seid. Er wird wissen wollen, was ihr mit diesem Mann zu tun gedenkt. Wenn das nicht die große Heldin ist, die Bezwingerin der Verderbnis und Siegerin über alles Böse, solltet ihr nicht eigentlich 3 Meter groß sein, mit Augen, aus denen Blitze schießen? Das tut er. Ich kenne euch vor allem als diejenige, die meinen Vater ermordet hat. Ich bin Nathaniel Howe. Bevor ihr aufgetaucht seid, haben diese Ländereien meiner Familie gehört. Erinnert ihr euch überhaupt noch an meinen Vater? Mein Vater hat unter dem Helden der Schlacht am Dane gedient und gegen die Olesianer gekämpft. Und doch hat unsere Familie alles verloren. Ich bin hier, weil ich versuchen wollte, euch zu töten. Das dachte ich jedenfalls. Ich wollte euch eine Falle stellen. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich eigentlich nur einige Dinge aus dem Besitz meiner Familie zurückhaben möchte. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Wenn ihr mich fragt, ob ich wusste, was er vorhatte, dann lautet die Antwort nein. Ich habe in den Freien Marschen festgesessen. Hört zu, ich weiß, ihr seid eine Heldin. Ihr habt einen Krieg geführt und gewonnen. Und es ist nun mal so, dass dem Sieger die Beute gebührt, richtig? Aber egal, was mein Vater getan hat, es ist nicht gerecht, dass meine gesamte Familie dafür büßen muss. Diejenigen Haus, die noch übrig sind, sind jetzt Geächtete. Und das alles haben wir euch zu verdanken. Ist es nicht ironisch, dass jetzt auch mein Schicksal in eurer Hand liegt? An all dem ist doch nur die dunkle Brut schuld. Hätte es die Verderbnis nicht gegeben, hätte mein Vater vielleicht niemals getan, was er getan hat. Solltet ihr... Und doch kann ich nichts gegen sie unternehmen, nicht wahr? Es gibt nur euch und die grauen Wächter, hier, in meinem Haus. Wenn ihr mich laufen lasst, ich weiß es nicht. Ich bin erst vor einem Monat nach Ferelden zurückgekehrt. Wenn ihr mich laufen lasst, komme ich vermutlich irgendwann wieder hierher zurück. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal mehr Glück. Ihr habt recht. Ich werde augenblicklich in Königin Anoras Dienste treten. Sie wird sich sicher darüber freuen, wieder einen Hau um sich zu haben. So schnell. Gut. Der Truxes kam mit mir, Kommandantin. Wie ich sehe, habt ihr euch mit unserem Gast unterhalten. Er ist ziemlich schwierig, findet ihr nicht? Nun, habt ihr entschieden, was mit ihm geschehen soll?
Er ist ein Hau? Ich hätte wissen müssen, dass sie früher oder später wieder auftauchen. Die Haus sind unerbittliche Feinde, Kommandantin. Was wollt ihr tun? Verzeiht, Kommandantin. Das Konskriptionsrecht? Für diesen Gefangenen? Nein, auf keinen Fall. Eher lasse ich mich von euch hängen. Schwer zu sagen. Habt ihr denn gerne graue Wächter in eurer Nähe, die euren Tod wollen? Ihr wollt wirklich einen Hau als grauen Wächter haben? Ihr seid eine äußerst sonderbare Frau. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das ein Vertrauensbeweis oder eine Strafe ist. Eine interessante Entscheidung, Kommandantin. Kommt mit mir, Sir. Wir werden sehen, ob ihr den Beitritt überlebt. Von diesem Moment an seid ihr Nathaniel Howe, ein grauer Wächter. Der Moment der Wahrheit. Der kleine Howe ist stärker, als ich erwartet hatte. Was auch immer daraus entstehen mag, er wird überleben. Ich bin hier, um zu dienen, Kommandantin. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Es wäre allerdings klug, wenn ihr euch auf euren Reisen nach weiteren Handelsmöglichkeiten umsehen könntet. Es würde der Wacht enorm helfen, wenn es euch gelänge, neue Händler davon zu überzeugen, hier ihren Geschäften nachzugehen. Wie ihr meint, Kommandantin. Keine Sorge, ich werde meinen Mund fest geschlossen halten. Warum warte ich denn nicht einfach da drüben in der Ecke? Kommandantin, die Lords von Amaranthin sind hier, um euch und den grauen Wächtern Lehnstreue zu schwören. Sie waren Vasallen von Arl Randon Howe. Nun werden sie die euren sein. Lehnsherren und Vasallen sind nur selten einer Meinung, Kommandantin. Einige dieser Lords hatten nicht viel für Randon übrig. Andere jedoch wurden durch seinen Untergang jeglicher Perspektiven beraubt. Obacht, Kommandantin. Lords und Ladies, die Kommandantin der Wächter Fereldens und Alessa von Amaranthine. Kommandantin. Ben Esmerell von Amaranthine. Wie es seit jeher Sitte ist, habt ihr die Ehre, den Anfang zu machen. Ich, Ben Esmerell, schwöre, dass ich der Alessa mit Leib und Leben sowie weltlicher Ehre treu ergeben sein werde. Niemals werde ich gegen sie oder ihre Erben eine Waffe erheben. Geschworen im Angesicht des Erbauers. Ich, Lord Edelbrack, schwöre. Und somit ist die Zeremonie beendet. Lang lebe die Kommandantin der Wächter!